1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Jo, Freunde. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Ja, freie Themennacht bei uns, offene Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, meldet euch unter der bekannten Telefonnummer oder unter domian@wdr.de. Ich bin sehr gespannt auf eure Anrufe, freue mich auf eure Anrufe und begrüße jetzt die erste Anruferin heute bei mir. Das ist die Nicole und Nicole ist 35 Jahre alt. Hallo Nicole. Hallo Domian. Hallo Nicole. Weswegen rufst du an? Was ist dein Thema? Ja, ich habe Probleme in meiner Ehe. Mhm. Ja, ich bin jetzt fast 9 Jahre verheiratet. Ja. War die ersten 2 Jahre auch toll und gehe seit circa 7 Jahren immer wieder fremd. Seit 7 Jahren gehst du ja fremd? Das ist ein Hammer. Das ist ein Hammer. Habt ihr Kinder? Ja. Wie viel? 1. Wie alt? 1 Jahr. 1 Jahr alt? Mhm. Bist du sicher, dass das Kind von deinem Mann ist? Ja, bin ich. Bist du ganz sicher? Ja, denn ich habe vor 2 Wochen einen Vaterschaftstest in Auftrag gegeben. Aber dein Mann weiß davon nichts? Nein. Das heißt, da war schon eine gewisse Unsicherheit da? Ja, die war schon da. Das heißt, du hast auch ungeschützten Geschlechtsverkehr gehabt? Nein. Nein? Nein. Warum war dann eine Unsicherheit da? Da so ein Ding immer mal reißen kann, kaputt gehen kann. Aber wissentlich ist es nicht kaputt gegangen? Nein. Nee. So, warum gehst du seit 7 Jahren, die du 9 Jahre verheiratet bist, seit 7 Jahren fremd? Warum? Gute Frage. Vielleicht, weil mir was fehlt. Was fehlt dir? Wenn ich das wüsste. Na, sag mal, was findest du denn bei den anderen, was du bei deinem Mann nicht hast? Ich muss dazu vielleicht sagen, dass es nicht immer andere sind. Seit etlichen Jahren immer noch eine Beziehung zu meinem Ex-Freund, der Vorgänger von meinem Mann, mit dem ich mich hin und wieder treffe. Rein sexuell? Ja. Keine Herzensgeschichte mehr, rein sexuell? Rein sexuell. Also, und dann halt hin und wieder ein One-Night-Stand. Ja. Mit jemandem, den ich gar nicht kenne. Ja. Soweit. Wo lernst du die kennen? Ist auch nicht so einfach. Internet? Im Internet. Ja. Also ist es so eine Mixtur von einmal dem Ex-Freund und fremden Leuten? Richtig. Da haben sich aber dennoch eine ganze Menge Namen angesammelt, wahrscheinlich, die du gar nicht mehr weißt im Laufe der 7 Jahre. Doch. Also es hört sich so viel an, es ist aber nicht. Weil die meiste Zeit, wie gesagt, habe ich mich mehr mit meinem Ex-Freund getroffen. Mhm. Gut, aber die Anzahl des Fremdgehens, wie viel Mal du fremd geschlafen hast, sage ich jetzt mal, fremd Sex gehabt hast, weißt du wahrscheinlich gar nicht. Kannst du gar nicht ermitteln. Doch. Doch, kannst du? Komischerweise ja. Dann sag mir die Zahl. 7. Wie 7? 7. 7 Mal nur? Ja. Weil die meiste Zeit habe ich mich mit meinem Ex-Freund getroffen. Ja, ja. Ich kenne meinen Ex-Freund jetzt, das muss ich überlegen, 17 Jahre. Ja, habe ich schon verstanden. Aber ich meinte einschließlich die Sexualität, die du mit deinem Ex-Freund hattest. Das ist wahrscheinlich dann ganz viel, aber ist auch wurscht. Eine ganze Menge ist das. Wie oft, frage ich dann mal so, wie oft passiert das im Monat? Sporadisch. Da passiert mal 4, 5 Monate gar nichts. Ja. Und dann wieder 2, 3 Monate, 2, 3 Mal. Da ist eigentlich gar kein Rhythmus dran. So, jetzt sind wir nochmal bei der Frage, warum tust du das und was findest du bei den Männern, was du bei deinem Mann nicht findest? Gute Frage. Die Frage habe ich mir schon selber oft genug gestellt. Das will ich hoffen. Im Endeffekt so gut wie gar keine Antwort bekommen. Das glaube ich nicht, Nicole. Sieben Jahre fremd geht's mir. Sagen wir mal so, vielleicht ist ein bisschen komisch zu beschreiben, vielleicht die sexuelle Erfüllung, dieses Gefühl, fremde Haut, ich weiß nicht, keine Ahnung. Was für ein Gefühl hast du zu deinem Mann? Ich liebe meinen Mann. Du liebst deinen Mann? Ja. Du liebst deinen Mann rundherum? Ja. Und du fühlst dich auch geliebt von ihm? Ja. Ja? So, jetzt gehen wir mal in den Bereich Sexualität. So auf einer Skala von 0 bis 10.
10 wäre super zufriedenstellend und super perfekt und super geil. Hm? Wie würdest du den Sex einordnen, den du hast mit deinem Ehemann? Würde ich im Moment eine 5 geben. Eine 5, also ja. Mittendrin, so ja, so mittelmäßig. Ja. Hm. Und die gleiche Frage bezogen auf deinen Ex-Freund, mit dem du auch immer wieder Sex hast. Würde ich eine 8 geben. Eine 8, genau, eine 8. Ja, weil irgendwie, ich weiß auch nicht, wir haben, gut, mein Mann und ich, wir haben, bevor unsere Tochter zur Welt kam, anderen Sex gehabt. Es ist nicht so, dass ich nur dieses eine Kind habe. Ich habe insgesamt 3 Kinder und diese Situation, Mann, Kind, ist für mich neu. Denn ich war vorher alleinerziehend mit meinen beiden Kindern. Ja. Und das ist eine ganz andere Situation. Und ich bin der Meinung, unser Sexualleben hat seitdem auch gelitten, auch in der Schwangerschaft. Ja gut, aber der oder die Kleine ist ja erst 1 Jahr alt. Ja. Wir reden ja von einer langen Zeit davor auch. Ja, gut, okay. Mhm. Hast du denn deinem Ehemann, ja, reden wir mal davon, lassen wir mal die Schwangerschaftszeit mal raus, das ist bei vielen Paaren irgendwie nicht so, wie es vorher war. Hast du deinem Ehemann deine Unzufriedenheit in Sachen Sex mal gesagt? Ja, wir haben auch schon so einiges unternommen, um diese Unzufriedenheit aus dem Weg zu gehen oder etwas dagegen zu tun. Zum Beispiel? Swingerclub? Aha. Ja. Partnertausch? Aha. Sagen wir mal so, ich bin sexuell nicht sehr, nicht unbegabt. Ich kann eine gewisse Erfahrung zurückgreifen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt 0815 Sex habe oder so. Oder ich liege zu Hause mit Baumwollschlüpfern. Im Gegenteil. Ich habe die zwei Schubladen voll. Also so ist es nicht. Ich habe... Also, du hast im Klartext, du hast deinem Mann gesagt, es ist mir zu langweilig, lass uns ein bisschen mehr Pfeffer in die Suppe kriegen. Richtig, nicht nur mir, auch ihm. Also wir hatten beide so diese Gedanken und wir haben beide gesagt, okay, wir tun was dagegen und das haben wir dann auch gemacht. Wenn du alleine mit deinem Mann schläfst, ja, wie lange dauert der Vorgang? Im Moment noch keine 2 Minuten. Ja. Weil er dann fertig ist, hat er seinen Spaß und du liegst dann. Ja. Das ist vermutlich dann mit deinem Ex-Freund anders. Ja. Hast du ihm das denn auch schon gesagt, dass dich das sehr nervt, nach diese 2, 3, 4, 5 Minuten Nummer? Ja, habe ich. Und was sagt er darauf? Ja, im Moment ist es halt beruflich ein bisschen schlecht. Er ist Nachtarbeiter. War das denn früher auch so? Nein. Also dieses Kurze, das hat sich jetzt erst in den letzten 2, 3 Jahren eingeschlichen. Ach so. Wie auch immer, was da auch für eine Unzufriedenheit herrscht, Nicole. Ich finde das fürchterlich, was du da machst. Muss ich dir sagen. Du sagst, du liebst deinen Mann, ihr habt ein gemeinsames Kind und seit 9 Jahren verheiratet und seit 7 Jahren fremdgehen und so oft fremdgegangen zu sein, mit wem jetzt auch immer, finde ich es einfach, da stimmt aber auch oben und unten hin und vorne was in der Konstellation nicht. Wenn du es ihm auch schon mehrfach gesagt hast und er nicht drauf eingegangen, oder er ist drauf eingegangen, ihr seid ja zusammen in einen Swingerclub zum Beispiel gegangen, aber es hat nichts gebracht offensichtlich. Nein. Es hat für diesen Abend was gebracht. Es hat auch dann für 2, 3 Tage mehr, also länger was gebracht. Und dann irgendwann ging es dann wieder diese gewisse Routine, sage ich jetzt mal, die ging dann wieder von vorne los. Ich habe auch vor 3 Monaten im Bett total den Ausraster bekommen. Ich habe zu ihm gesagt, weißt du was, hol die Hand da weg, lass mich in Ruhe, fass mich nicht an, ich ertrag das nicht mehr, weil es immer wieder Schema F ist. Und das jetzt schon seit fast 3 Jahren. Es sind dann also immer, da ist eine große Unzufriedenheit offensichtlich, eine ganz große. Er hat aber auch überhaupt keinen blassen Schimmer, was du machst. Jein, er wusste eine Zeit lang davon, dass ich mich mit meinem Ex getroffen habe. Und dann habe ich natürlich die große Eifersuchts- und misstrauische Szene hier gehabt und dauernd Handy angerufen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, wir haben uns, nicht gerade getrennt, aber wir sehen uns nicht mehr, wir haben das Verhältnis an ACTA gelegt. Ach so, und davon geht er jetzt auch noch aus? Ja, davon geht, nur im Moment habe ich keinen Kontakt. Na gut, das, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, kann das ja wieder schnell passieren. Ja. Ja. So, ich finde, das geht nicht so weiter, Nicole. Du lebst mit einer bombastischen Lüge in deiner Ehe. Einmal mit auch einer Unzufriedenheit, aber eben auch mit einer Lüge.
Ich finde, dass das keine gute Grundlage ist für eine Ehe. Ja, wir haben vor 2 Jahren mal vorgehabt, zu einer Partnerberatung, zu einer Eheberatung zu gehen. Warum hat das nicht gemacht? Er hat es nicht gemacht. Er hat eine halbe Stunde vor dem Termin abgesagt. Ich würde an deiner Stelle darauf bestehen. Ich würde es nochmal auf den Tisch legen. Ich würde sagen, pass mal auf, ich bin unzufrieden. Wenn du schon solche Sachen sagst, ja, wie hier, ich habe keinen Bock mehr, lass die Finger da unten weg, ist das ja schon sehr, sehr heftig in einer Ehe. Sag, dass du sehr unzufrieden bist, schlag es nochmal vor und wenn er nicht mitgehen will, gehst du erstmal alleine. Wenn er das mit dir machen würde, wärst du auch extrem sauer, wenn er seit 7 Jahren fremdgehen würde. Bestimmt. So, und so muss man sich das immer zurechtlegen. Wie würde ich in der Situation reagieren? Möchte ich auch so behandelt werden? Das möchtest du nicht. Deswegen würde ich dir dringend raten, eine Klärung in dein Leben zu bringen. Ich würde dir gerne jetzt noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, die dir auch noch eine gute Beratungsstelle in deiner Umgebung sagen kann. Okay. Und dann das Thema auf den Tisch legen, es vielleicht einfordern, wenn er nicht will, wie gesagt, gehst du alleine. Okay? Okay. Du legst jetzt auf, Nicole, wir rufen dich wieder an, das heißt meine Psychologin, die Simone. Alles klar, danke. Alles Gute, tschüss. Jo, tschüss. So, meine Lieben, jetzt bitte ich meine Regie, mal die Leitung 1 rauszunehmen. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, das hat jetzt geklappt. Wenn ihr gerne auch mit mir sprechen wollt, 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. An dieser Stelle möchte ich euch hinweisen auf unsere tollen Fanseiten. Das heißt nicht unsere, sondern die tollen Fanseiten. www.nachtlager.de, die tollen Domian-Fanseiten. Da gibt es ein doch gar lustiges Weihnachtsquiz und da kann man, aber guckt mal selbst rein, www.nachtlager.de. Und hier ist Olli und Olli ist 35 Jahre alt. Hallo Olli. Hallo Jürgen. Ja, guten Morgen. Morgen. Was ist das? Also mein Thema ist das Thema Gammelfleisch. Man mag gar keine Wurst mehr essen. Ja, ich sag mal so, nach dem, was ich so in meinem Berufsleben erlebt habe. Was machst du für einen Beruf? Ich transportiere seit 10 Jahren Lebensmittel kreuz und quer durch Deutschland und auch durch Europa. Was heißt Lebensmittel? Heißt es Fleisch? Fleisch, Obst, Gemüse. Ja. Und ich sag mal, meine Meinung ist, also, beziehungsweise mich wundert es, dass das mit dem Fleisch erstmal jetzt ans Tageslicht kommt und dann auch nur beim Fleisch. Ja, denn andere Bereiche sind auch betroffen, zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, ich sag mal, ganz extrem ist zum Beispiel Frischobst, ja, was an Bäckereien geliefert wird. An Bäckereien? Ja, ich sag mal, an Bäckereien, hauptsächlich an Großbäckereien. Ach so, die das dann verarbeiten zum Apfelkuchen oder so? Ja, genau, da hast du schon, ich sag mal, das Richtige, ja? Apfelkuchen. Apfelkuchen ist, ich sag mal, ich habe selber schon Äpfel zu Großbäckereien gebracht, wo ich persönlich gedacht habe, das können doch eigentlich nur Äpfel sein, die mal, ja, ins Apfelshampoo kommen, aber nicht mehr irgendwie als Lebensmittel verwendet. Also so vergammelt, so verfault? Ich sag mal, vielleicht ein Drittel vom Apfel war noch zu gebrauchen. Ja. Der Rest, also ich sag mal, war alles total verschimmelt und schon tiefbraun. Also das betrifft dann... Rumgeschnitten wurde und das danach, ich sag mal, ja, alles in Apfelkuchen kam. Ich möchte ja nicht wissen, Olli, was die uns alles in den Apfelsaft reinpumpen. Ich möchte nicht wissen, was alles zu Apfelsaft verarbeitet wird. Ich glaube, Apfelsaft ist das ekligste überhaupt. Ich möchte nicht wissen, was da, wie viel Mäuse da auch noch reinge... Ich will es gar nicht, ich weiß es nicht. In diese Riesenpressen da reinkommen. Und, also, du bist ein Mann, der vor Ort arbeitet, der es genau weiß. Das heißt, bei Obst beziehst du es auf Sachen, die weiterverarbeitet werden, weil das frische Obst, was man an der Theke kauft, das kann man sich ja angucken, das sieht man ja, ob das verfault ist oder nicht. Bei Fleisch ist das Ganze ja schon ein bisschen komplizierter, wie wir jetzt mittlerweile gelernt haben. Weil man kann das ja chemisch so aufbereiten, dass es wieder frisch aussieht. Ja, ich sag mal, beim Fleisch ist mir das aufgefallen, ganz extrem aufgefallen, damals in den großen Fernfahrerstreiks in Frankreich. Ja. Da stand ich da und ich sag mal, nach 2 Tagen fiel halt die Kühlung vom Auflieger aus, weil der Diesel alle war.
Und so mit den Tagen ist halt, sind dann 25 Tonnen Fleisch aufgetaut, die tiefgefroren waren. Mhm. Und ich sag, mir ist dann nachher aufgefallen, ich habe mit einem Kollegen an so einem Karton ein bisschen Tic-Tac-Toe gespielt, einfach so zum Zeitvertreib. Mhm. Und diesen Karton, den habe ich 2 Wochen später gesehen, da habe ich das Fleisch zu einer Firma gebracht, die ja Grillfleisch rausgemacht hat, die hat es mariniert, da wurde dann irgendwann Vakuum verpackt und ist dann somit wieder in den Handel gekommen. Ja, das sind genau die Geschichten, die wir jetzt seit einiger Zeit immer im Fernsehen sehen, wie die tricksen und das wieder neu verpacken oder nur kurz. Heute habe ich im Fernsehen gesehen, wie man es machen kann, das leicht angegammeltes Fleisch, das wird irgendwie gewaschen, dann kommt da so eine chemische Flüssigkeit rüber und danach... Ja, mag sein. Danach riecht es wieder gut und es sieht sogar wieder ganz gut aus. Ist aber verdorbenes Fleisch. Hast du denn in deinem Wagen, in dem du fährst, sind da auch eingefrorene Sachen? Ja, das ist je nachdem. Also ich fahre Tiefkühlware und auch Frischware. Ja. Und ich sag mal, das ist, wie gesagt, ich sag mal, die Fernstreifahrerstreiks, die sind ja nun schon ein paar Jahre her in Frankreich. Mhm. Aber diese Praxis ist beim Fleisch und beim Obst und ich sag mal, überhaupt bei Lebensmitteln, die irgendwie, ich sag mal, nachher in Plätzchen kommen oder so, die nachher noch mit anderen Sachen irgendwie in irgendeiner Weise gemischt, gebacken oder sonst irgendwas gekocht werden. Ja. Da ist, ich sag mal, bei 99,9% des jeden Produktes ist da mit Vorsicht zu genießen. Also so hoch setzt du die Prozentzahl ein, an ja, 99,9%. Aufgrund meiner eigenen Erlebnisse. Ja, ich glaube es dir wirklich. Vor ein paar Monaten hätte ich noch gedacht, naja, er übertreibt vielleicht. Aber durch diesen Skandal wird man ja etwas aufgeklärt. Und wir wissen, dass es eben absurd wenige Gesetze gibt, diesen Bereich betreffend. Und ganz wenige Kontrolleure nur. Ja, ich sag mal, das Problem ist ja auch ein bisschen, die Kontrolleure, die sollten vielleicht auch mal nachts in die Firmen gehen. Ja. Wenn es denn genügend gäbe und wenn die auch richtig zupacken können und so. Also das ist ein großer Missstand, den man allen Bundesregierungen der letzten Jahre oder Jahrzehnte ankreiden muss, finde ich. Auch der rot-grünen Koalition. Und ich bin entsetzt darüber, dass so vieles in den letzten Jahren auch passiert ist, obwohl Grüne in den entsprechenden Ministerien gesessen haben. Jetzt sitzt der Seehofer in Berlin da und hat das alles am Hals und wir hoffen, dass er das irgendwie regelt. Ja. Wie machst du das denn? Du hast jetzt so viel schon gesehen. Was kaufst du? Was isst du? Ja, ich sag mal, ich habe das große Glück. Ich wohne sehr ländlich. Ja? Ich habe 2 Schweine bei mir im Stall stehen. Oh, das ist gut. Sobald die geschlachtet sind oder beziehungsweise sobald die zum Metzger gehen, habe ich 2 neue Ferkel da. Das heißt, du verzehrst quasi die Sachen, die du selbst züchtest und betreust? Ja, ich sag mal, also mein Schweine- und Geflügelfleisch ziehe ich mir selber. Ja, das ist schon mal die halbe Miete. Und wie ist es so mit Obst? Wenn du ländlich wohnst, kannst du die sicher auch direkt vom Bauern irgendwie kriegen, die Äpfel und sowas? Ja, das ist alles kein Problem, ich sag mal, bei uns. Das ist, wir können halt direkt beim Erzeuger einkaufen. Ja. Wir sehen natürlich auch was verkaufen. Ja. Ja, ja. Und, das können leider nicht alle Leute. Und es haben leider auch nicht genug alle Leute genug Geld, um in den Bioläden einzukaufen, wo es ja unglaublich teuer ist. Unglaublich teuer. Hör mal auf mit Bioläden. Erzähl. Nee, ich sag mal so, ich sag mal, Bioläden gut, das ist jetzt alles so eine Sache mit den Bioläden. Ja, hast du gewisse Einblicke schon gemacht? Ja gut, ich sag mal so mit den Bioläden kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen. Ja. Nur das höre ich jetzt auch wiederum hier durch ich sag mal, Bekanntenkreis, Landwirte, Bauern oder so. Mhm. Das sind Sachen, die habe ich nicht selber erlebt, da möchte ich jetzt nicht unbedingt drüber reden. Ah, verstehe. Aber ich höre schon eine gewisse Skepsis daraus, dass da auch nicht alles Gold ist, was wie Gold glänzt. Ja, ich sag mal, wie man immer auch so schön sagt, Papier ist geduldig. Verstehe. Also du hast es gut, du hast deine gesunden Sachen und wir nehmen das mal einfach als Warnhinweis auf, was du gesagt hast und soweit man vorsichtig sein kann, aber irgendwann muss man, wenn man in großen Städten wohnt, muss man halt irgendwo einkaufen und seine Sachen kriegen. Ja, ich sag mal, ich möchte da noch so, ich sag mal, so einen kleinen Hinweis geben. Bitte. Sag mal, große Firmen sind nicht groß geworden, dass sie immer auf die Gesundheit der anderen Leute achten. Mhm. Darüber denken wir jetzt mal nach und ziehen daraus unsere Schlüsse. Lieber Olli, bist du gerade unterwegs?
Mit deinem Ja, ich stehe gerade hier auf dem Parkplatz. Ich hab's mir doch gedacht. Wo bist du genau? In welcher Gegend? Ich bin im Moment in der Nähe von Köln. Ach, das ist ja gleich um die Ecke. Und musst du noch lange heute Nacht fahren? Nee, ich ziehe jetzt die Vorhänge zu und dann ist Feierabend. Ach so, du pennst dann im Laster. Und wo geht's dann morgen früh weiter hin? Morgen früh geht's nach Belgien. Nach Belgien. Ich sag, und dann komme ich mit ruhigen, mit einer Wurst hergestellt in Deutschland zurück. Aha, verstehe. Da wünsche ich jetzt eine gute Nacht und ja, gute Fahrt weiterhin, Uli. Okay, danke dir. Tschüss. 0800 220 5050. An dieser Stelle Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen heißt unser Thema Engel und Teufel. Ich möchte gerne mit euch sprechen über Menschen, die für euch Engel sind oder waren, die in eurem Leben was ganz Tolles gemacht haben, wo ihr noch heute sagt, das ist Wahnsinn. Ich bin diesen Menschen so sehr dankbar. Vielleicht auch über wirkliche Engel, wenn ihr denn an Engel glaubt. Ich hatte ja mal einen Anrufer, der hat mir gesagt, mein Engel steht immer hier im Studio neben mir. Ich habe ihn nie gesehen, aber der Anrufer hat ihn gesehen. Engel und Teufel heißt das Thema. Und ich möchte gerne mit euch reden über Menschen, die in eurem Leben Teufel waren. Die wirklich Teufel waren, die euer Leben so schwer geschädigt haben, die euch so was Böses angetan haben, etwas Schlimmes angetan haben, etwas Schmerzliches angetan haben, dass ihr heute noch sagt, dass dieser Mensch ist ein Teufel, der ist in mein Leben eingetreten und ist ein Teufel. Also Engel und Teufel, unser Thema morgen, könnt ihr euch heute schon anmelden unter domian@wdr.de. Susanne ist 21 und jetzt Hier mein Gast. Hallo Susanne, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Was ist dein Thema? Oh je, wo soll ich da anfangen? Oh, also mein Selbstbewusstsein ist ziemlich weit unten. Mhm. Also ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Warum? Also ich bin ca. 1,70 groß und ich habe 70 Kilo. Und naja, es ist halt am Bauch zu viel und ich habe... Ist nicht so... Ist gerade nicht gerade rank und schlank, aber auch nicht so ganz schlimm. Ja, aber ich merke das, also ich habe überhaupt keine Kondition und auch Sport fällt mir sehr, sehr schwer jetzt, wenn ich irgendwas machen soll, dann fange ich schnell an zu atmen und ich würde gerne abnehmen, aber es hängt alles zusammen, weil mir fehlt dann halt auch die Motivation dafür und dann mein Problem ist, ich habe einen Busen, der ist sehr ungleich und er hängt halt auch. Ja. Groß und auch? Beide groß? Groß und ungleich? Oder? Sie sind ungleich. Groß sind sie jetzt nicht unbedingt. Also es geht Mittelmaß, aber es hängt halt, es sieht aus wie halt, wie Hängebrüste halt. Also wenn du nackt vorm Spiegel stehst, möchtest du nicht gerne hingucken? Ich gucke überhaupt nicht in den Spiegel. Mhm. Ich zeige mich auch meinem Partner nicht gerne an. Du hast einen Freund? Ja. Schon lange? 11 Monate jetzt. Und wie läuft die Beziehung? Sehr, sehr gut und er tut mich auch unterstützen und er redet mir auch gut zu und sagt, er liebt mich so, wie ich bin, aber das hilft mir nicht, weil... Nee, aber es tut gut, glaube ich, ne? Es hilft vielleicht nicht richtig, aber es tut schon gut. Es tut schon gut, aber manchmal glaube ich es halt auch nicht, weil er sieht so gut aus und wenn ich mich angucke, ich fühle mich einfach manchmal so hässlich so. Verstehe, wie geht denn das dann, wenn ihr ins Bett geht miteinander? Machst du das Licht aus und am liebsten binde ich ihm die Augen zu, dass er nichts sieht und ich möchte auch nicht, dass er mich dann unbedingt an meinem Busen anfasst oder an meinem Bauch, weil mich dasselbe, es ekelt mich an. Hast du ihm das so dramatisch auch schon erzählt, wie es mir gerade erzählt, dass dich das selbst anekelt? Ja, also er hat halt immer gesagt, warum lässt du mich nicht dich anfassen oder warum darf ich nicht, ich liebe dich doch so, wie du bist. Ich so, weißt du, wenn ich sitze und du umarmst mich oder und ich merke selbst meine Speckrollen und das ekelt mich einfach an und habe ich gesagt, sowas kann dir doch nicht gefallen. Es gibt so viele hübsche Frauen und die sind so schlank und ich will ja nicht übermäßig schlank sein, nur einfach, dass halt der Speck weg ist. Und was sagt er dann? Er sagt, es braucht doch nicht, es passt zu mir. Und du sagst, er sieht sehr gut aus und du in deinem Kopf geht dann immer rum, Mensch, könnte der ganz viele andere schöne Frauen haben, schöne Frauen. Ja. Und hast du auch immer so ein bisschen Misstrauen, wenn ihr unterwegs seid, dass er so schönen Frauen nachguckt? Ja, also ich bin sehr eifersüchtig. Mhm. Also er ist Italiener, er ist sehr braun gebrannt und er selber ist sehr schlank, weil er hat eine Krankheit. Er kann kein Gluten essen, also kein Weizenmehl und dadurch nimmt er halt auch nicht viel zu und er geht ins Fitnessstudio und ich habe es zwar auch schon probiert, aber wenn ich dann halt alle sehe und alle sind schlank und eingebildet und
dann habe ich da keine Lust mehr hinzugehen, weil ich mich dann angucke und denke, toll, du kannst nicht mal eine halbe Stunde Sport machen, ohne dass dir die Puste ausgeht. Wie ist es im Gesicht? Bist du mit deinem Gesicht zufrieden? Mein Gesicht stört mich nicht. Das ist schon mal in Ordnung. Also Gesicht ist okay. Ja. Das bezieht sich alles so auf den Körper, ja, so, wenn man so runterguckt. Du bist jetzt, was habe ich gesagt, 21. Ja. War das schon immer so, das Unzufriedensein? Also so in den letzten 5 Jahren, sagen wir mal 5, 6 Jahren? Es hat eigentlich so mit 15 angefangen, dass... Also mit der Pubertät? Ja, ja, da hat man eine Busen, dann ist irgendwie langsamer gewachsen und der andere immer größer geworden. Und mein Gewebe ist halt sehr, sehr weich. Also das sieht halt wirklich aus, als wenn ich schon irgendwie eine Schwangerschaft hinter mir hat und mein Busen halt hängt. Und wie ist es denn mit der Ernährung? Achtest du ein bisschen drauf oder... Ja. Ja, schon? Ja, schon. Also... Ich versuche halt auch wirklich, mich gesund zu ernähren. Also ich meine, gut, heutzutage, wie man vorhin schon gehört hat, ist es nicht mehr so einfach. Das ist wirklich nicht einfach. Aber dennoch kann man ja schon darauf achten, dass man nicht ständig irgendwelche... Ich meine, manchmal, wenn ich dann halt so ganz am Schlusspunkt bin, dann stopfe ich mir halt auch irgendwas rein. Genau, wollte ich gerade fragen oder sagen. Ich esse dann halt und denke mir, ach Gott, du schaffst sowieso nicht abzunehmen und auch mit meinem Busen, also das wird von alleine eh nichts. So, jetzt habe ich das verstanden, was du gesagt hast. Ja. Das ist mir auch nachvollziehbar. Würde ich auch so empfinden wie du, dass man vor allen Dingen, wenn man dann mit einem Partner zusammen ist, der wie Adonis aussieht und man selbst von sich eine schlechte Meinung hat, was kann man da machen? Ja, da kann man sitzen und traurig sein, man kann jammern und sich selbst beweinen oder man muss sehr streng werden mit sich selbst. Das ist mein Problem. So. Und wenn du mir sagst, ich gehe ein, zwei Mal ins Fitnessstudio und schäme mich dann vor den anderen, weißt du, das ist scheißegal, was die anderen da denken oder ob die dich angucken. Es geht nur um dich und dass du dein Programm durchziehst. Ja. Und je mehr du das schaffst, desto stolzer bist du auf dich, dass du es geschafft hast. Und nach einer gewissen Zeit wirst du einen Effekt sehen an deinem Körper. Ja. Gut, die Brüste sind, wie sie sind. Da kann man auch durch Fitness nichts machen. Ja, aber da habe ich mir einen Termin geben lassen. Also ich hast du schon? Bin am Dienstag in einem Beratungsgespräch. Ja. Und der Arzt, der guckt sich das an. Und wir wollen drüber reden, welche Möglichkeiten es da gibt. Und es gibt auch die Möglichkeit, sogar das in Ratenzahlungen zu machen. Und so, das ist, finde ich, auch ein durchaus akzeptablen Weg, wenn dich das so sehr stört. Ja. Aber da musst du aber auch, gut, da musst du dich nur in Anführungszeichen unters Messer legen. Ja. Ich weiß, da fehlt auch, da ist halt mein Mut halt aber so groß, weil ich mich einfach so, ich meine, mein Bauch und so, das kriege ich bestimmt durch Sport hin, aber mein Busen nicht. Also. Verstehe. Aber Susanne, das muss alles einhergehen. Wenn du dich wirklich für eine Operation entscheidest, musst du, würde ich so schnell wie möglich gleich morgen, spricht gar nichts dagegen, schon anfangen mit dem normalen Körpertraining. Ja, das mache ich jetzt schon seit einem Monat. Also der hat mir einen bestimmten Fitnessplan auch erstellt, Gut. wo ich nur bestimmte Programme mache und was mir halt auch Spaß macht. Wo machst du es? Machst du es zu Hause oder in einem Fitnessstudio? Nee, jetzt direkt im Fitnessstudio, weil sonst hier alleine zu Hause Da würde mir die Motivation fehlen. Ach so, ich hatte es gerade so verstanden, dass du nur einmal irgendwo hingegangen bist und dann wieder zurück. Das heißt, du bist im Moment schon in einem Fitnessstudio. Genau. Ist doch super. Ich halt auch gerne tanze. Ich war auch damals mal Cheerleader gewesen. Das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nur leider bin ich da durch meinen... Aber dann ist doch alles auf einem guten Weg, habe ich den Eindruck. Ja. Dein Frust wird dir Motivation genug sein, etwas zu unternehmen und was zu machen. Du machst es ja jetzt schon. Du bist ja schon, du hast ein Fitnessprogramm, du bist im Fitnessstudio, du überlegst, zum Arzt zu gehen und hast schon einen Termin. Finde ich gut. Und das wird dein Freund sicher auch. Was sagt denn dein Freund zu der OP, zur geplanten OP? Ja, er sagt, es wäre nicht nötig, er liebt mich so, wie ich bin und ihm ist es egal, hat er gesagt, wenn es dir hilft, soll ich es machen. So, das finde ich auch eine gute Einstellung. Und er wird mich unterstützen, wo er kann. Perfekt. Und das finde ich auch toll von ihm. Ja, also er redet dir das nicht aus. Das machen ja manchmal Männer auch, was auch Unsinn ist. Das muss der Mensch entscheiden, der darunter leidet. Ja. Der muss sagen, ich will das oder ich will es nicht. Ja. Es ist halt das Problem, es hängt halt auch noch viel, es sind noch sehr viele andere Sachen, die zusammenhängen, die halt mich auch mit runterreißen und wo ich dann auch manchmal wirklich schon Lebensmut verloren habe, wo ich gesagt habe, warum bin ich auf der Welt, warum muss mir das passieren? Und was ist denn noch so dramatisch? Alles möglich, also es angefangen von Familienverhältnissen, meine Eltern sind geschieden und es gab einen heftigen, also
Streit um, ich habe noch eine Schwester. Mhm. Und dann fing es an, meine Mutter hat einen Partner, der hat meine Mutter geschlagen. Und mhm. wir haben das alles mitgekriegt und wir sind dazwischen gegangen. Das ist nicht verarbeitet, dann ist meine Mutter depressiv. Mhm. Die hat auch schon, ist in der Psychiatrie halt aufgefunden worden. Und das Also ist eine ganze Menge, hat sich da schon zusammengebaut. Was machst denn du vom Beruf? Leider nichts und das ist halt auch ein sehr großes Problem. Mhm. Hast du denn eine Ausbildung gemacht? Ja, habe ich zur Modennäherin und ich wollte auch im Design weiter. Modennäherin? Mhm, ja. Genau. Mhm. Und da wollte ich auch eigentlich weitermachen, aber da fehlen mir die finanziellen Mittel. So, aber du hast die Ausbildung. Ja. Hast du auch schon mal gemacht, kannst du auch stolz drauf sein. Ja. Denn man muss ja auch bei aller Misere, in der man sich so manchmal glaubt, auch immer noch das Gute auch sehen. Du hast einen Freund, der dich liebt. Ja. Du hast einen tollen Freund, der dich liebt. Gut, im Moment bist du arbeitslos, ist natürlich blöd, aber du könntest dir Vorwürfe machen, wenn du sagen würdest, Mensch, ich habe nur rumgehangen die letzten Jahre, aber du hast eine Ausbildung gemacht und hast vielleicht, wollen wir das mal hoffen, in absehbarer Zeit irgendwie doch wieder eine Chance reinzukommen. Ja. Und du hast jetzt den Entschluss gefasst, besser aussehen zu wollen. Ja. Und ich will dir mal sagen, apropos Selbstbewusstsein, so wie du klingst beim Erzählen, klingst du aber verdammt selbstbewusst und sympathisch. Ja, aber das ist alles nur meine Mauer, die ich um mich gebaut habe. Also ich meine, in manchen Situationen oder wenn ich mit meinem Freund unterwegs bin, bin ich auch viel selbstbewusster, weil er an meiner Seite ist und er mir auch zeigt, dass er mich liebt, auch den anderen. Er zeigt wirklich den anderen, dass wir einfach zusammengehören, weil wir haben auch schon, viele haben uns die Beziehung nicht gegönnt und wir sind da wirklich gnadenlos zusammen durch und es ist der Erste, der mich nicht anlügt oder nicht betrügen tut und er gibt mir halt auch das Selbstbewusstsein, nur dann, wenn es zum Sex kommen soll, dann... Wegen der besagten... Geht bei mir gar nichts mehr. Ja. Aber da wird sich ja dann hoffentlich bald was ändern. Ja, das hoffe ich auch. Ich bin guter Dinge, ich bin sehr optimistisch, dass du das schaffen wirst, Susanne. So wie ich dich jetzt einschätze, schaffst du das. Ich sag's so, ich glaub's. Ich muss. Du musst, genau. Dir bleibt gar nichts anderes übrig. Du musst ganz einfach. Ja. Ich wünsche dir alles Liebe, viel Kraft und viel Erfolg für alles da, was du da vor dir hast. Und vor allen Dingen, dass du auch einen guten Job findest in deinem Bereich. Ja, das hoffe ich auch. Alles Liebe, alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Diese Woche Samstag, meine Lieben, ist Promi-Besuch bei mir und zwar der Schauspieler Sky Dumont. Den kennt ihr alle. Nicht zuletzt aus dem Schuh des Manitou, wo er auch eine durchaus interessante Rolle hatte. Also Sky Dumont, mein Gast am Samstag im Domian Promi Talk. Hier ist Simone. Simone ist, wie alt ist sie? 19. Hallo Simone. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Dein Thema. Ich habe Krebs und ich komme damit absolut nicht zurecht. Ich habe keine Unterstützung und... Ja, du bist 19 Jahre erst alt und hast schon Krebs. Was für ein Krebs ist das? Ich habe Hirntumore. Ein Gehirntumor. Ja. Mhm. Seit wann schon? Seit 2 Jahren weiß ich das. Mhm. Wie hast du das als 17-jähriges Mädel, wie hast du das gemerkt? Dadurch, dass ich mit meiner Tochter schwanger war und ich zum Ende der Schwangerschaft immer häufiger umgekippt bin und Kopfschmerzen hatte und dann haben die mich nach der Geburt halt direkt untersucht und dadurch haben die das festgestellt. Du bist jetzt alleinerziehende Mutter? Ja. Der Freund, der Erzeuger ist wegen des Gehirntumors weg oder war das vorher schon nicht so eine enge Beziehung? Er war oder ist Alkoholiker und hat mich geschlagen und als ich dann das Kind hatte, konnte ich das nicht mehr. So, dann hattest du damals eine wunderbare Nachricht, nämlich du hast ein Kind, ich hoffe ein gesundes Kind. Ja. Ja. Und hast dann aber die Diagnose bekommen, dass du einen Tumor im Gehirn hast. Genau. Was ist dann danach passiert? Was hat man gemacht? Bist du operiert worden? Gab es Therapien? Erstmal ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Ich habe mich von allem abgeschottet. Ich bin nicht mehr zum Arzt gegangen. Ich wollte das nicht wahrhaben. Mhm. Ich war einfach nur noch zu Hause und habe mit meinem Kind alles gemacht, weil ich einfach Angst hatte, dass ich morgens nicht mehr aufwache. Mhm. Und dann bin ich irgendwann wach geworden und habe gedacht, ich muss zum Arzt, ich muss das klären, ich muss für mein Kind weiterleben. Ja, ja. Und dann haben wir angefangen mit der Chemotherapie. Mhm. Dadurch habe ich dann Nierenversagen bekommen. Mhm. Jetzt muss ich dauernd zur Dialyse und zur Chemotherapie. Und also es laufen jetzt, wie viel Chemotherapie machst du jetzt? Die dritte. Die dritte. Ja. Mhm. Hat die erste angeschlagen? Nein.
Die zweite auch nicht? Nein. Mhm. Aber die dritte, also mir sind jetzt vor kurzem die Haare ausgefallen. Mhm. Ich habe weder auf dem Kopf noch im Gesicht, also keine Augenbrauen, keine Haare mehr an den Beinen, überhaupt nirgendwo mehr. Mhm. Und meine Freunde haben sich dadurch auch, also viele Freunde haben sich verabschiedet. Mhm. Einen Mann kennenzulernen jetzt so ist total schwierig. Das glaube ich, ja. Ja. Weil ich kann nur noch mit Kopftuch auf die Straße gehen oder mit Mütze und dann gucken die mich immer so schäbig von der Seite an, als ob ich irgendein Abschaum wäre. Lass mich dann mal medizinisch zu den medizinischen Sachen fragen. Dritte Chemotherapie, man kann nicht operieren? Nein, im Moment nicht. Sind denn die Erfolgsaussichten, wie hoch sind die Erfolgsaussichten, dass es beim dritten Mal hilft? 50-50. Immerhin? Naja. Mhm. Ich habe einfach nur Angst. Ich habe auch schon alles abgeklärt beim Notar wegen meiner Tochter. Mhm. Also, dass die ja nicht zu ihrem Erzeuger kommt, sondern zu meinen Eltern. Mhm. Ist der Tumor gewachsen? Ja. Merkst du das so auch, dass du irgendwie Schwindel hast oder dass die schon? Das schon. Mhm. Ich habe tierische Schmerzen. Kopfschmerzen? Ja. Mhm. Mhm. Du sagst, vorhin hast du gesagt, dass sich fast alle Leute von dir abgewandt haben. Ja. Gibt es denn, wer ist denn noch an deiner Seite? Deine Eltern? Ja, schon, aber die haben selber genug Probleme, also mit sich selbst. Die kümmern sich da eigentlich so gar nicht drum. Die sehen zwar, dass mir die Haare ausgefallen sind, aber ich bin auch so ein Mensch, also wenn ich nach draußen gehe, ich lache immer, um den Leuten das nicht so schwer zu machen. Du sagst, die haben selbst Probleme mit sich selbst. Ja. Die Tochter hat ein kleines Kind und ist schwer krebskrank. Welche Probleme haben die, die sie so ablenken, dass sie keine Zeit haben für dich? Eheprobleme. Eheprobleme? Ja. Die versuchen jetzt ihre Ehe zu retten und... Mhm. Die sind jetzt auch viel zusammen unterwegs und ja. Also ich... So, die Eltern sind also auch nicht so eine Hilfe für dich? Nee. Auch kein einziger Freund, Freundin mehr übrig von früher? Ich habe zwei Freunde, das ist aber mehr so oberflächlich. Also die rufen mal an, ob wir mal zusammen weggehen oder so. Aber jetzt, dass die mich speziell fragen, wie es mir geht oder gar nicht mehr. Also du stehst wirklich, also kann man sagen, fast ganz alleine da? Ja. Mit deiner Erkrankung, mit der schweren Erkrankung und mit dem Kind. Ja. Mhm. Du hast gerade schon den schlimmsten Fall angesprochen. Dann würde das Kind zu deinen Eltern kommen. Ja. Mhm. Was sagen denn deine Ärzte, wenn es jetzt wieder nicht anschlägt, die Chemotherapie? Also bis jetzt war das so, dass sie mich nicht operieren wollten, weil wenn der Tumor Luft oder Sauerstoff zieht, dann verbreitet sich das ganz schnell im Körper. Mhm. Nur wenn diese Chemo jetzt auch nicht anschlägt, müssen die operieren. Mhm. Weil dann habe ich keine andere Wahl mehr. Ja. Weil der wächst und wächst. Und ist das wahrscheinlich eine sehr riskante Operation? Ja. Mhm. Und davor habe ich tierisch Angst. Mhm. Wann weiß man denn, ob die jetzige Therapie, die gerade läuft, ob die gewirkt hat? So im Februar, März rum. Mhm. 50-50, sagst du? Ja. Ich weiß nicht, mich überfordert das auch alles total. Das glaube ich. Ich finde ganz wichtig, ich denke gerade schon im Hinterkopf darüber nach, dass du brauchst ganz dringend Kontakt zu anderen Leuten, die ähnlich betroffen sind wie du. Ja. Ganz dringend. Lebst du in der Nähe einer Großstadt oder in einer Großstadt? Ich lebe in Mönchengladbach, also. Ja, das ist ja in der Nähe von Köln. Ja. Ja, mehr oder weniger. Mhm. Also ich biete dir gleich erstmal an, noch ein Gespräch mit meiner Psychologin, weil ich gerne möchte, dass wir mal etwas für dich recherchieren, dass du dass du Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe bekommst. Mhm. Hast du das selbst schon mal versucht? Ja. Und? Also ich habe viel versucht, nur das ist irgendwie nichts für mich, weil die Leute ziehen sich in meinen Augen da gegenseitig runter. Ach so. Ich brauche jemanden, der mich aufbaut. Mhm. Deshalb, ich hätte auch so gern einen Freund. Und ich, wenn ich auf die Straße gehe, dann gucken die mich alle nur so an und lachen über mich. Und wir können dir nicht dabei behilflich sein, einen Freund zu finden. Es sei denn, sie ist meldet uns jemand, das würden wir natürlich gerne weiterreichen. Wenn du mit den Selbsthilfegruppen damit nicht kannst, kann ich auch nachvollziehen. Das ist für manche Leute ist das nichts. Für manche ist das sehr hilfreich, manche zieht das noch mehr runter. Ja. Die wollen dann gar nicht das Leid der anderen auch noch sehen, wo sie schon mit ihrem eigenen Leid so sehr beschäftigt sind. Genau das.
Dann fände ich es aber wirklich super, super wichtig, aufgrund dessen, weil du niemanden hast, dass du in Form eines Psychologen einen Ansprechpartner hättest. Zumindest jetzt für die sehr schwere Zeit, sagen wir mal, des nächsten halben oder des nächsten Jahres. Hast du denn da schon mal versucht, eigenständig was zu unternehmen? Nein, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Mhm. Ich wusste auch nicht, dass mich das so belastet, dass ich... Na, aber das ist doch normal. Das wird doch jeden Menschen belasten. Ja, aber ich dachte eigentlich bis jetzt, dass ich da besser mit klarkomme. Nur jetzt, wo das halt wieder so schlimm wird, mhm, und ich meine, wo ich noch meine Haare hatte und wo die Menschen mich noch nicht so angeguckt haben, mhm, da habe ich das selber immer verdrängt. Mhm. Das heißt, jetzt ist die Krankheit auch sichtbar, ne? Ja. Mhm. Jetzt muss ich mich selber so angucken. Ich merke die Blicke von den anderen Leuten und... Mhm. Bist du denn jetzt... Vorher, in dem letzten Jahr oder so, bist du dann auch rausgegangen, auch irgendwie ausgegangen auch noch, ja, soweit das dein Kind erlaubt hat? Ja, einmal im Monat schon. Mhm. Wer hat dann auf die Kleine aufgepasst? Oder meine Mutter. Deine Mutter. Mhm. Ich meine, das macht sie jetzt ab und zu auch noch, aber mhm, ich kann oder ich will so nicht rausgehen. Mhm. Würdest du sagen, dass das in all dem Leid und in der Belastung, in der du steckst, dass schon du eine Lebenskraft von deinem Kind bekommst? Ja, total. Das also glaube ich. Mhm. Wenn ich sie sehe, wenn sie lacht, wenn sie mit mir spricht und mhm, ich will für sie weiterleben, mhm, ich muss. Da guckst du das kleine Gesicht an und denkst, für dich kämpfe ich jetzt. Genau. Mhm. Damit ich bei dir bleiben kann und dir helfen kann, erwachsen zu werden. Genau das. Mhm. Ich habe sie zur Welt gebracht und ich möchte sie auch erziehen. Ich möchte nicht, dass das meine Eltern tun. Mhm. Das ist meine Tochter und dafür kämpfe ich. Mhm. Das ist eine gute Einstellung und ich glaube wirklich, dass die sehr hilft und dir sehr viel Kraft gibt. Jetzt machen wir es so wie gerade besprochen. Du legst auf, wir rufen dich wieder an, meine Psychologin, die Simone ruft dich an. Dann geht es darum, dass wir mal gucken oder dir vielleicht behilflich sein können, dass du einen Psychologen als Ansprechpartner in deiner Gegend, Umgebung findest. Mhm. Das wäre ja schon mal ein erster Schritt. Das wär's, ja. Sollte vielleicht jemand gerne mit dir Kontakt haben wollen, dann können wir ganz einfach mal die Mails weiterreichen. Das wäre schön. Ja, können wir machen. Es können ja auch Frauen sein, die sich vielleicht gerne natürlich mit dir, ne? Das muss ich jetzt gerade. Es geht um Freundschaften, ne? Genau. In erster Linie, ja. Mhm. Genau. Gut, Simone, so machen wir das. Ich wünsche dir ganz viel Kraft. Ich danke. Ganz viel Kraft von ganzem Herzen, wirklich. Alles danke. Gute. Tschüss. Tschüss. An dieser Stelle nochmal Thema für morgen. Das Thema heißt Engel und Teufel. Ich möchte gerne mit euch sprechen über eure Engel in eurem Leben und eure Teufel in eurem Leben. Menschen, die in eurem Leben aufgetaucht sind, von denen ihr sagt, das ist und war ein Teufel. Der hat mir so wehgetan, der hat mich so zerstört oder mich so verletzt. Und andererseits eben möchte ich sprechen gerne über Menschen, über die ihr sagt, das ist ein Engel, der hat mir so geholfen. Wenn der damals nicht gewesen wäre, dann wäre ich untergegangen oder wäre ich gestorben oder weiß ich was. Oder vielleicht auch über wirkliche Engel, so es denn wirkliche Engel gibt. Also Engel und Teufel, unser Thema morgen. Hier ist Kirsten und Kirsten ist 39 Jahre. Guten Morgen, Kirsten. Hallo, Domian. Dein Thema. Mein Thema ist, ich bin ein wenig traurig darüber, dass meine Tochter morgen ein Jahr alt geworden wäre, wenn sie denn hätte geboren werden dürfen. Mhm. Meine Tochter musste ich letztes Jahr am 28. Mai abtreiben, weil festgestellt worden ist, dass sie an einer Trisomie 13 gelitten hat. Was heißt das? Trisomie 13 ist das Petau-Syndrom. Das bedeutet das wiederum? Bedeutet multiple Schäden am Gehirn, Herz, Lippenkiefer, Gaumenspalte, eingewachsene Nase. Ja. Blind, taub, Nieren, also Sechsfingerigkeit, sechs Glieder auch an den Füßen, mhm, was ja nicht so schlimm ist eigentlich, aber auch alles Skelettanomalien, ja, alles, was man sich halt so vorstellen kann. So das Schlimmste, was dir eigentlich passieren kann, was der Albtraum ist, wenn du schwanger bist und dir eigentlich noch ein Kind wünscht. Ja. In welcher Woche warst du, als du das erfahren hast? Also ich war in der 9. Woche, als mein Frauenarzt, der sehr gut im Ultraschall ist, festgestellt hat, irgendwas stimmt mit dem Kind nicht. Mhm. Es hatte dieses Nackenödem, was ja immer so leicht hingesprochen wird und wir gehofft haben, na okay, vielleicht
ist es nur eine Umstellungsschwierigkeit jetzt auf den eigenen Kreislauf. Ja. Er sagt, er kommt nochmal wieder, aber er macht vorsichtshalber bei einem Spezialisten in Düsseldorf halt einen Termin für eine Chorionzottenbiopsie. Und als ich dann wieder kam, war es von 2,4 mm auf 3,4 mm angewachsen. Er sagte, das sieht nicht gut aus. Zu 80% ist das Kind krank. Und naiv wie ich war, ich meine, ich habe schon einen Sohn, die erste Schwangerschaft lief ohne Probleme. Wie alt ist der Sohn? Der Sohn wird 5 Jahre. Fünf Jahre. Ja, der hat sich tierisch schon gefreut. Oh, Mama, schwanger, toll. Kam etwas überraschend, aber wir haben gesagt, okay, super, noch eine Nacht, noch ein Kind, klasse, möchten wir gerne. Haben uns unheimlich gefreut und Pläne gemacht. Oh, zu Weihnachten sind wir dann zu viert letztes Jahr. Als dann feststand, dass das Kind so sehr geschädigt sein würde, war dann sofort klar, dass du sagst, ich entscheide mich für eine Abtreibung? Oder hast du doch noch gezögert? Das Thema ist eigentlich so, das ist diese pränatale Diagnostik, du hast dann überhaupt keine Chance eigentlich mehr. Du wirst so richtig überfallen, weißt du? Mhm. Mein Mann sagte nur, ich hatte ja gehofft, es wäre nur ein Herzfehler, wobei mir dann ja auch gesagt wurde, also das Ödem, das für diesen Herzfehler steht, in der Woche, in der Größe, dann wäre das Kind auch nicht lebensfähig. Du hast einfach nur, du kriegst diesen Schlag, Batsch, das Kind Trisomie 13, stehst dann erstmal, kommen Sie sofort in die Praxis, ich habe schon einen Termin für Sie im Krankenhaus, das ging bam bam am nächsten Tag. Ja, warst du. Aber wir halten mal fest, dass wenn das Kind geboren worden wäre, hätte es überhaupt eine kurzfristige Überlebenschance gehabt? Oder also die meisten Kinder sterben innerhalb, sag mal, innerhalb der Schwangerschaft oder bei der Geburt oder eben halt im ersten halben Jahr nach der Geburt. Ist eigentlich nicht überlebensfähig. Und wurde auch gesagt, eben, dass die Gefahr für die Mutter während der Schwangerschaft hoch ist. Das heißt, in all der Traurigkeit findest du schon im Nachhinein richtig, dass du es hast abtreiben lassen? Manchmal weiß ich es nicht. Das ist eben das, wo ich sitze, was haben die mit, weißt du, es ist so unwirklich. Du bist schwanger, du gehst in den OP, du kommst raus, du bist nicht mehr schwanger. Wo ist mein Kind? Du weißt nicht, was mit deinem Kind gemacht ist. Du fragst nach, du willst das lieber nicht wissen, was mit deinem Kind passiert ist. Also wird dir dann vom Arzt gesagt. Dann dachte man, ja, hättest du dem Kind die Zeit geben sollen, selber zu entscheiden, wann es geht? Ich habe früher im Hospiz gearbeitet. Deswegen, naja, dann bist du mit dem Thema natürlich sehr vertraut und so differenziert. Aber hätte ich die Kraft dazu gehabt? Wir wollten gerne noch ein zweites Kind. Und die Frage ist ja auch, ich bin da medizinisch nicht bewandert, gerade vor allen Dingen nicht in diesem Fall, in diesem Bereich. Wie hoch das Risiko für dich gewesen wäre, wenn du es weiter hättest ausgetragen? Also gut, das wäre dann, es hätte halt eben so eine Vergiftung geben können. Ne? Das muss man natürlich auch wieder abwägen. Ja. Wenn du bist Mutter eines Kindes und kannst auch nicht dein Leben aufs Spiel setzen. Ja, klar. Ne? Man sagt auch, es ist schon besser so. Aber auf der anderen Seite, klar, du fragst dich immer wieder, ne? Was wäre gewesen, wenn? Dann hörst du dumme Sprüche, in deinem Alter, da muss man da ja mit rechnen. Ne? Das ist ja nur völliger Blödsinn. Also, der behindert sein kann, aber du willst das ja wohl nicht nochmal riskieren. Ich würde es gerne nochmal riskieren, wenn es nochmal klappen würde, weil, sag mal, die Kleine kam relativ schnell und jetzt klappt gar nichts mehr. Ne? Und dann hörst du dir so an, das ist doch besser so. Was ist besser da dran, ne? Ja, also was ich so erschreckend finde, ist der Vorgang, den du beschrieben hast, dass alles so zack, zack geht. Und ja, dass man gar nicht zum Nachdenken. Ich habe geweint, wie ich in die OP gekommen bin, habe ich geweint, weinen Sie nicht, das ist besser so für Ihr Kind. Das, vielleicht ist das ja auch wahr, aber das muss man dann einer Frau besser vermitteln. Ja, klar. Und man muss, wie viel Zeit lag dazwischen, zwischen dem Eingriff und der Information, also zwischen der Information und dem Eingriff? Also ich habe auf einem Donnerstagmittag bin ich angerufen worden, so gegen 12, musste dann in die Praxis und der Eingriff war am Freitagmorgen um 7 Uhr. Also musste ich ins Krankenhaus. Ja, das ist zum Beispiel so eine Frage, warum muss das so schnell sein? Ja, weil dann gesagt wurde, wartest du noch länger, dann musst du das Kind auf natürlichem Weg auf die Welt bringen. Ab der 14. Schwangerschaftswoche ist es dann so wohl, dass es nicht mehr mit einer Kürtage geht, sondern, ne? Okay, aber... So. Ich habe jetzt die Zahl nicht mehr so genau im Kopf. 2-3 Tage wären noch möglich gewesen. Ja, klar. Du bist aber, weißt du, du stehst einfach neben dir, ne? Du hast. Nein, ich meine, das deshalb, das hätte man dir zubilligen können. Dass man dir noch 2-3 Tage einfach, damit du für dich auch die Entscheidung wirklich fällst. So bist du ja in so einen Sog der Entscheidung reingekommen. Ja, richtig, genau. Manchmal denke ich auch so, na toll. Klar, auf der einen Seite richtig. Vielleicht hast du gut, dass du nicht hast nachdenken können. Auf der anderen Seite haderst du mal. Und wenn du dann so siehst, dass Leute ihre Kinder entsorgen in Abfalleimern oder, dann denkst du immer so toll. Du hättest gerne noch eins gehabt, andere Leute werfen ihr Kind weg. Ne? Du hast nie Drogen genommen, nie geraucht, du trinkst nicht und ja, kriegst ein krankes Kind. Und der Arzt sagt noch, ja schade, leider ist wie ein Sechser am Lotto. Ne? Ja. Jetzt bist du 39 Jahre alt. Ja.
dass jetzt etwas Schlimmes passiert vor einem Jahr, vor gut einem Jahr. Denkst du darüber nach, nochmal schwanger zu werden? Es klappt einfach nicht mehr im Moment. Wir versuchen es die ganze Zeit. Und sag mal, das Umfeld ist dann auch nicht wirklich hilfreich, weil ja gesagt wird eben, ja, du bist ja alt jetzt schon oder es wird ja immer schwimmen nochmal, wenn du das Ganze nochmal mitmachen willst. Und ja, irgendwie habe ich im Moment nicht so, ja, ich bin schon traurig, dass es nicht nochmal geklappt hat jetzt in dieser Zeit. Und aber es ist jetzt immer noch offen, das heißt, wenn es denn nächstes Jahr klappt oder so, ist okay. Oder hast du für dich eine Zeit? Ich habe eine Grenze für mich gesetzt. Ich werde nächstes Jahr 40, Mitte des Jahres, und habe gesagt, okay, dann sollte ich es vielleicht ruhen lassen. Wobei es auch, weißt du, ich habe es erst mit homöopathischen Mitteln versucht, ich habe dann nochmal Hormone genommen, aber das ist alles so nach hinten losgegangen. Nicht das bewirkt, was es sollte, weißt du? Aber andererseits, wie viel Mütter haben wir mittlerweile, die Anfang 40, Mitte 40 sind, und es klappt alles noch wunderbar. Ich habe zwei in meinem Bekanntenkreis, die sind 41, anders 43. Ja, aber du hörst wirklich im Umkreis wirklich, wer weiß, wofür es gut war, und das willst du dir auch in deinem Alter nicht nochmal antun. Also das wirst du auch, der Frauenarzt ist nicht wirklich hilfreich in der Beziehung. Sagt also in gut, ihrem das, Alter. Gut, ne? das Risiko ist dir ja bewusst. Ja klar, ich habe es ja einmal hinter mich. Ja, also und wenn dann aber dennoch der Wunsch besteht, finde ich, sollte man da gar nicht gegen ansprechen. Warum? Wenn du das für dich so entschieden hast, wohl wissend, dass es ein Risiko gibt. Natürlich steigt das Risiko, je älter eine Frau wird. Das ist eine Weltweisheit, das weiß jeder. Aber wenn der Wunsch so stark ist bei euch, auch in der Partnerschaft, warum ja gut, nicht? Bei meinem Mann wird es jetzt immer weniger, der auch sagt, komm, wir haben den einen, der ist relativ gesund bis auf seine Allergien und so, warum willst du es nochmal herausfordern? Ich meine, es gäbe ja noch die andere Möglichkeit, du hast es gerade angedeutet, wenn ihr gar noch ein Kind hättet, es gibt so viele arme Würmchen überall, dann adoptiert doch noch eins. Mit 45 und fast 40 kriegst du hier in Deutschland nichts mehr adoptiert. Nee, das geht ja nur im Ausland, ich weiß. Ja. Aber das geht eben auch. Ja klar, würde auch gehen. Aber es ist einfach, wie gesagt, ich finde einfach so pränatale Diagnostik ist gut, ist klar sicherlich auch hilfreich, aber manchmal wirst du auch praktisch überfahren. Ja, und dann sitzt also du hinterher. Ich glaube, wir holen mal, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, dass sicher die Entscheidung richtig war, das getan zu haben. Das glaube ich schon. Ich hoffe jetzt einfach, dass sie mir das nicht übel nimmt, da wo sie jetzt ist, dass ich einfach gesagt habe. Vielleicht ist sie dir dankbar, dass du ihr Leiden hast erspart. Da denke ich manchmal drüber nach, weißt du? Ich glaube schon. Was ich wirklich nicht, was ich schlimm finde, ist, dass man das alles so technisch abgewickelt hat. Das finde ich schlimm. Manchmal, ja, man fühlt sich wie so ein Stück Vieh. Du kommst dann raus, du bist auch ganz merkwürdig. Das ist die mit der Trisomie 13, weißt du? Du bist dann sowas Außerfriesisches, ne? So nicht normal, ist, ne? Ist die, es wäre ein Mädchen geworden. Ja. Vielleicht ist sie dir wirklich dankbar, dass sie nicht hat so viel Schmerzen ertragen müssen. Also es ist so, weißt du, das ist das Einzige, wo ich denke, du hast dein Kind jetzt da so, weißt du, zerhackeln lassen. Weißt du, es ist so dieses, was so nagt manchmal. War das richtig? War das wirklich richtig, was du getan hast? Ne? So, und da kommen so, weißt du, gerade an so Jahrestagen, weißt du, da kommt sitzt du hier abends, jetzt bin ich auch alleine, mein Mann ist weg. Dann denkst du mir so, mein Gott, war das so richtig? Und diese, merkst du einfach diese Leere dann, die einfach dann da ist. Redest du mit deinem, zu viert, ne? Redest du mit deinem Mann immer noch viel darüber oder ist das für ihn nicht mehr so ein Thema? Also, ich sag mal, wir reden da ab und zu mal drüber. Die Lütte hat, ich habe ja auch einen Namen gegeben, einfach so für mich, weil ich das wichtig fand, so als Abschluss auch. Ja. Und ich rede dann schon von unserer Tochter. Aber wie gesagt, du hörst dann so auch von meiner Mutter so Unverständnis dann. Ja, man muss ja auch mal abschließen und du warst ja noch gar nicht richtig schwanger. Du hast ja noch gar keine richtige Beziehung gehabt. Natürlich muss man irgendwann abschließen, aber jeder Mensch schließt zu einer anderen Zeit ab. Manche brauchen etwas länger oder auch lange und bei manchen geht es relativ schnell. Es ist so, ich sag mal, ich hänge hier nicht jeden Tag in der Trauer, ne? Das ist einfach so, es kommt immer ab und zu mal wieder hoch, weißt du, weil du mit dem Kleinen bist ja auch nicht so, dass du jetzt hast sofort trauern können, sag ich mal, komplett deine Trauer abschließen können. Du musst dann ja auch trotz allem lustig sein und mit deinem Kind was machen. Natürlich, so, natürlich, ne? Natürlich. So, ich glaube, dass es die richtige Entscheidung war. Ich glaube, dass, wie du es mir jetzt geschildert hast. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass ich da nicht irgendwann da oben stehe und gesagt wird, du hättest dich auch anders entscheiden können. Ich glaube es nicht. No. Ich glaube es nicht. Das ist so, ja, wie gesagt, das ist etwas einfach nur traurig. Man denkt mal, das ist doch gerade so vor der Termin vor Weihnachtszeit, weißt du, wenn man weiß, okay, jetzt wäre, ne, ein Jahr alt. Klar, ja, nochmal so ein Schritt. Aber du hast einen gesunden Jungen. Ja, da bin ich auch ganz dankbar drüber. Das ist super und feiert schön mit ihm Weihnachten und macht es eben so schön wie möglich. Ich denke, dieses Ereignis hat uns auch oder mich auch dankbarer gemacht, dass ich ein Kind habe. Weißt du, auch wo ich manchmal ungeduldig drüber war, dass ich manchmal jetzt nochmal lächeln kann und sage, na gut, ich habe ihn, ich habe wenigstens ein Kind. Du hast ihn, andere Leute haben keins. So. Ich wünsche euch schöne Weihnachten, Kerstin. Ich dir auch. Alles Liebe. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. So, und hier ist Felix. Felix ist 38. Hallo Felix. Jetzt wird's ernst. Felix, ne? Ja, genau. Ja, Felix, dein Thema.
Gut, es geht darum, letztendlich habe ich eine Bekannte schon seit 7 Jahren. Das ist, zwischenzeitlich ist es nicht gut gegangen, da hat sie einen anderen gehabt. Wir haben uns dann wieder zusammengerauft und das ging auch soweit gut. Mhm. Zwischenzeitlich hatte ich dann auch ein paar Bekanntschaften. Das geht nicht daran, weil sie außerorts wohnt. Mhm. Also Wochenbeziehung ist noch gepreist ungefähr. Also sie wohnt so weit weg, dass man sich nicht so oft sieht. Aber 7 Jahre habt ihr es miteinander schon? Ja, mehr oder weniger. Mhm. Da kennt man sich schon recht gut inzwischen. Ja. Gut. Ich hatte dann auch hier und da eine Liaison, dann zwischendurch eine andere. Ja. Das hat sich so auslaufen lassen. Nur jetzt im Moment ist es so brisant, dass ich da jemanden kennengelernt habe, die schon sehr interessant sind. Beide wissen voneinander. Ich habe die Hosen runtergelassen, gesagt, wie es aussieht. Mhm. Und mir wurde nun Zeit gegeben, natürlich so mehr oder weniger mir zu überlegen, was ich denn eigentlich will. Also du hast ja neuen gesagt, da gibt's eine, mit der ich 7 Jahre schon Kontakt habe und du hast deiner, ich sag mal, alten, in Anführungszeichen alten Freundin das auch erzählt. Ja, also die alte Freundin ist nicht eifersüchtig, die kriegt ja schon hin, die wollte auch schon längst zu mir gezogen sein und jetzt, wo sie merkt, dass es ernst wird, dass es brennt, ist eigentlich auch Feuer und Flamme, ist aber eigentlich schon zu spät oder jetzt erstmal auf Eis gelegt. Ja, sie ist nicht eifersüchtig, sagst du? Also nicht so, na klar passt sie das dann auch nicht, aber sie ist dann nicht irgendwie so agil, also nimmt es dann hin letztendlich. Wie lange läuft das denn mit der neuen Frau jetzt schon? Das sind jetzt 3-4 Monate ungefähr. Mhm. Schwer verliebt? Es wird nicht besser. Sonst war es immer einfach, dann hat es sich so ergeben, dann war es ja erst ganz nett und dann hat man es auslaufen lassen, aber das kriege ich diesmal nicht hin. Ja, mir ist das nicht ganz klar, diese 7-jährige Beziehung, weil du, das ist ja im Prinzip keine richtige 7-jährige Beziehung, wenn du sagst, wir hatten zwischendurch irgendwie andere auch und so richtig Beziehung war das ja nicht, ne? Ja gut, es war ein Hin und Her, es war eine Unterbrechung drin, letztendlich ist da die Zukunft gesichert, also was heißt gesichert, ihr traue ich schon zu, letztendlich, dass Familienplanung, ein weiteres Kind, zusammenziehen, schon recht langfristig. Du sagst weiteres Kind. Habt ihr schon ein Kind? Nein, also sie hat ein Kind, das ist beides alleinerziehende Mütter. Ach so. Ja, aber es klingt alles so irgendwie, es klingt nicht so wie die große leidenschaftliche Liebe. Man war mal zusammen, aber auch mal nicht zusammen und nach hin und her ging das 7 Jahre. Oder? Nur jetzt, jetzt wird's ernst und dann tut's weh. Was mich gewundert hat, ich konnte die Gefühle eben projizieren auf beide halten, dass es dann hin und her ging. Naja, klar. Also wenn ich dich jetzt auf die Pistole auf die Brust setze, so ganz, ganz spontan, wo ist mehr Gefühl, mehr tiefes Gefühl im Spiel? Die neue oder die bereits... Die neue ist sehr viel interessanter halt und deine ist verschossen. Rational natürlich, klar, das ist die alte. Ne? Hast du denn die alte, wir sagen immer alte, immer alte, ja, mit Anführungszeichen, ja. Hast du die jemals richtig groß geliebt? Wichtige Frage, finde ich. Ja. Also sehr gut verstanden und Verständnis in 7 Jahren. Naja, sehr gut verstehen und so ist das. Zu Anfang, ich hätte was gegeben, zumal die Zeit natürlich war interessant, wo sie dann einen anderen Freund hatte und dann war wirklich Schluss. Ja. Und dann hat man mir Kontakt aufgenommen und dann verziehen halt. Das war so der Moment, wo ich wusste, gut, dass da ist irgendwie mehr. Normalerweise könnte es ja dann auch vorbei sein halt, aber es ging auch nicht. Ne? Hast du dich irgendwann für diese alte Freundin mal richtig entschieden? Oder war das immer so oft in der Schwebe so ein bisschen? Ja klar, entschieden. Also Bekanntenkreise gehen nicht konform mit der Geschichte, die machen mir immer die Hölle heiß und trotzdem bleibe ich da dran halt so ungefähr. Also das macht mir dann auch nichts, wenn die anderen dagegen sind. Also innerlich hast du schon mal irgendwann gesagt, das ist meine Frau? Habe ich schon mal gemacht. Ich habe auch schon mal verdammt so ungefähr, du kannst weggehen, das ging auch nicht. Ja. Aber die andere Seite halt, gut, dann sollst du so sein, hatte ich dann auch schon. Ne? Ja. Jetzt bin ich ein bisschen in der Bredouille, das kann man jetzt nicht in 30 Sekunden zu Ende besprechen, weil die Sendung gleich rum ist. Ja. Felix, aber wir machen das so, du legst auf und wir rufen gleich nochmal an. Und dann versuchen wir ein bisschen weiter ausführlicher zu sprechen, okay? Das wäre nett. Bis gleich. Danke. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik heute war Michael Verhoeven. Morgen heißt unser Thema, da haben wir eine Themensendung Engel und Teufel. Ich möchte gerne mit euch sprechen über Engel aus eurem Leben und über Teufel aus eurem Leben. Wenn ihr mit mir sprechen wollt, 1 Stunde vor der Sendung sind die Leitungen geschaltet oder mailt unter domian@wdr.de und www.nachtlager.de auch nicht vergessen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis dahin, tschüss.